Hallo und herzlich willkommen zur 55. Burgenfolge! Yay! Und wer dürfte da als erstes nicht fehlen? Und zwar ganz zu Anfang natürlich mein Mod Venat oder auch Sigi, Tobu, aka Sigi, der auch manchmal auch im Live-Chat auf jeden Fall auch vertreten ist. Also wenn ihr den nicht mögt, dann könnt ihr ihn jetzt gegebenenfalls sogar angreifen. Viel Spaß, Sigi. So, jetzt wurde es auch mal getrollt! Die Stoppuhr läuft übrigens auch schon, seitdem ich geredet habe. Also ich guck mal ganz fix auf jeden Fall mal in seine Burg. Da haben wir Gewächshaus 20 auf jeden Fall drin. Yay. Halle auf 550. Nicht höher gebaut. Nicht höher gebaut, Sigi, die Halle. Das geht ja wohl gar nicht. Echt, ey. Wo ich ja meine auch nur 550, aber bei mir ist das egal, denn ich bin Ektowolle, ich darf das. Okay, dann hast du den Bauhof auf 1. Hättest du auch ruhig auch auf 2 ausbauen, wenn das gehen würde. Ich kann es übrigens auch nicht auf 2 ausbauen, aber ist ja egal. Ich bin Ektowon. Jetzt kann ich jetzt die ganze Zeit überbringen. Okay, aber die Kaserne hast du noch nicht weiter. Aber auch nur ein Gewächshaus. Aber auch hier ganz viele Kornspeicher auf jeden Fall auch. Sieht auf jeden Fall schön aus. Und hast auf jeden Fall nicht trollig, warst nicht so trollig und hast diesmal nicht, wohl bemerkt, die Kolosse rausgeholt. Die sonst manchmal immer rausgeholt. Hast du immer gesagt, oh, vor der Burgenfolge hole ich mir das mit 10 Kolossen. Hier ist der Koloss auf jeden Fall. Okay. Finger weg von den Kolossen, Sigi. Auch bei dir. Dann hast du hier auf jeden Fall noch ein bisschen Lager. Dings, also auf jeden Fall ein Wachturm 10. Alles nice auf jeden Fall. Die Mühle ist jetzt auch schon auf 6. Beim letzten Mal war die, glaube ich, irgendwann mal auf 5 oder so. Aber es ist schon ein bisschen länger her von den Bogenfolgen. Ich müsste jetzt auch raussuchen, bei welcher ersten Bogenfolge du auf jeden Fall dabei warst. Ja. Sieht ja auch ein bisschen wie nach Kraut und Rüben gebaut aus. Aber ist, glaube ich, auch noch Plan. Sehr farmfroh auf jeden Fall. Ich meine, falls du mal gerne mit meinen Einhörnern spielen möchtest, sag einfach Bescheid, dann können wir uns gerne mal treffen und dann kannst du mit meinen Einhörnern rumspielen, Sigi. Ist kein Problem. Ich meine, Venat natürlich, Entschuldigung. Dann hier hast du natürlich auch ganz viel schöne Sachen auf jeden Fall. Marktplatz auf jeden Fall auf 8, den Stallung natürlich auch, den Wachturm natürlich auch schon auf 10. Irgendwann, glaube ich, gab es noch eine Burgenfolge. Da hattest du den Wachturm, glaube ich, noch nicht auf 10 im Eis. Das war aber dann, das ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen her, auf jeden Fall. Also, ich weiß auf jeden Fall noch, da meintest du dann, da hast du aber noch bei den Rebel Woods gespielt. Und da hast du dann, hast mir dann erzählt, du hast irgendwie einen Angriff bekommen von, ich glaube, Bayern Fighter oder so. Und hattest erzählt, der hat auf jeden Fall die Burgenfolge gesehen, weil er dich ja angegriffen hat. Gleich danach halt. Auch recht witzig. Also von daher, dann grüßen wir doch einfach mal direkt den Bayern Fighter auch hier auch nochmal mit dazu. Hallo. Ja, finde ich witzig, wie viele Leute sich manchmal wirklich die Bogenfolgen angucken, weil das ja im Endeffekt einfach nur Bogenfolgen angucken ist, also Bogen angucken ist ja nicht wirklich groß weiteres. Wachturm 10 hast du auf jeden Fall drinne. Bei dir weiß ich aber, du hast auf jeden Fall gute Burgen auf jeden Fall auch drin, Mühle hast du auch 6 drinne. Hier ist noch Marktplatz 8 drin, hier ist noch die Bäckerei 8 drin, hier ist noch die Installung 3, also hier ist auch wirklich auch eine sehr schöne Burg, auf jeden Fall auch vom Sigi. So, den habe ich immer ganz fix mal durchgeprügelt. Und weiter geht's jetzt auf jeden Fall zur nächsten Burg. Warnung! Good Game Empire scannt jetzt automatisch eure Gehirne durch euren Monitor. Um das zu blockieren, geht in die Küche, nimmt Alufolie und wickelt sie mehrmals um deinen Kopf oder Einhorn. So, der oder die nächste ist Margarita. Und die ist todesmutig und die spielt bei Recher Aero LZ. Und die Stoppuhr ist auf jeden Fall auch schon am Laufen. Die vorher BE United waren. BE United kenne ich da nicht immer. Müsste ich jetzt, glaube ich, mal überlegen. Ich habe auch mal früher auf jeden Fall mal bei BE gespielt. Mit den Elements ist aber schon ein bisschen länger her. Also, Wachturm 10 ist auf jeden Fall drin. Nice, finde ich sehr schön auf jeden Fall. Die Weide der Erfahrung auf 9. Bist du schon 800? Ja, ich möchte mal gerne wissen, was du jetzt mit der Weide der Erfahrung machen möchtest. Das ist ja einfach nur ein Teil, was einfach nur rumsteht. Also, ja. Baukran auf 1 kann man auf jeden Fall machen. Ist auf jeden Fall, ja, habe ich nichts dagegen. Ruhmes Denkmal, ich mag das einfach, also persönlich nicht. Also von daher, persönliches Ding. Hast du auf jeden Fall aber sonst noch genügend, denke ich mal, Kornspeicher. Kannst du noch ein paar auf jeden Fall noch hochbauen. Hast du aber auch schon genügend Deko auf jeden Fall auch drinne. Na gut, es geht natürlich, klar, es geht immer besser und mehr. Deko geht natürlich. Aber ansonsten an sich sieht doch die Hauptburg wirklich schön aus. Aber gucken wir auf jeden Fall mal im, ich sag ja immer, grünen Hui in den Welten Fui. Mal gucken, wie es bei dir ist. Ich bin, glaube ich, ein zu weit, bin ich. Hä? Ich wollte doch ins Eis springen, nicht ins Sand. Okay,
Sand. Auf jeden Fall hier auch ein Wachturm, auf jeden Fall 10 drinne. Dann hier natürlich eine Mühle 6, das ist auf jeden Fall alles schon mal schön. Schön hier auf jeden Fall auch alles voll mit Deko. Ich denke mal, die Pagodengarten kannst du auch irgendwann später zum Beispiel durch andere Deko ersetzen, aber würde ich erstmal auf jeden Fall im Grünen machen und danach erst in den... Sonst hier aber auch noch, ja gut, Kornspeicher, glaube ich, sind noch nicht alle. Gut, hier gibt es noch ein paar Eins, aber ich glaube, die haben sowieso 0%, von daher ist eh egal. Und sonst glaube ich hier die 20er und so, die sind ja auch alle schön hochgebaut, also. Die auch schick aus auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall, jetzt können wir in den Sand gehen. Der Sand. Der Sand sieht aber auch schön aus, also da kann man glaube ich auch, da könnte ich jetzt auch nicht wirklich viel meckern, der Wachturm ist auf jeden Fall da. Ja, die Bäckerei 8 ist auf jeden Fall auch da, die Mühle 6 ist auf jeden Fall auch da, von daher passt auf jeden Fall alles noch ein bisschen schön Deko hier auf jeden Fall noch rein. Und natürlich auch die Stallung 3 ist auch dabei, da sind noch genügend höhere Kornspeicher auch da, also ja, passt auf jeden Fall. Meine Kornspeicher sind übrigens in der Welt noch nicht so hoch, aber ich bin noch ein fauler Spieler, was ich sehr, sehr oft sogar betone. Daher, ja. hier hinten hast du noch Zierbäume drin und hier ist ein ganz, 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 ganz klein bisschen Platz. Würde da noch was reinpassen? Ich weiß es nicht genau. Und wie viel Feld des Ruhmes, wie viel öffentliche Ordnung hat das Teil? Wüsste ich gerne mal, weil ich habe das zum Beispiel nicht. Aber ich wüsste gerne mal, wie viel öffentliche Ordnung das auf jeden Fall hat. Einfach mal so nebenbei mal so eine Frage. Kannst du mir gerne auf jeden Fall schreiben, auch in die Kommentare einfach mal rein kleistern. Oder einfach per PN, wenn du sagst, ja, ich schreibe lieber PN, dann kannst du auch mal Mühle 6 auf jeden Fall auch. Dann hast du hier auch den Wachturm auf jeden Fall auf 10, auf jeden Fall alles schick, nice und auf jeden Fall auch alles drin. Da kannst du wirklich nicht meckern, das ist auch wirklich eine schön ausgebaute Burg. Bezüglich auch Burgen nennen. Okay, dann mal auf jeden Fall zum nächsten Spieler. Der nächste und letzte Spieler ist InMi75, richtig ausgesprochen, spielt bei Rabbit Horner. Ich guck mal kurz, spielt da noch die, jetzt muss ich auch mal überlegen. Sepp spielt da, yay, auf jeden Fall Grüße gehen raus, falls du den mal triffst, auf jeden Fall, falls du auf dem Film mal dem redest, möchte ich gerne, dass du Sepp auf jeden Fall von mir grüßt, Morpheus, also Opi auf jeden Fall auch, Kerstin auf jeden Fall auch grüßen. Jetzt muss ich mal gucken, wie du noch grüßen kannst. Mit Borussia hatte ich mal kurz geredet, aber ich glaube nicht, dass er sich an mich erinnert. Also von daher. Natascha B. kannst auch immer grüßen. Immer Natascha grüßen. Das geht immer. Ich muss gerade gucken, wie du noch von mir grüßen kannst. Sir Martin kannst du auch von mir grüßen, den kenne ich. Yay. Also wenn der mich vergessen hat, dann ist aber Holland in Not auf jeden Fall. Der böse Erdmann, den kenne ich auch, den kannst du auch von mir grüßen. Andreas Schalke, den kannst du auch von mir grüßen. Der ist echt manchmal lustig. Hier, den InMi75 kannst du auch von mir grüßen. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, geht alles von deiner Zeit ab auf jeden Fall. Ich muss gerade gucken. Wen haben wir hier noch? Den Cyberbot, den kannst du auch von mir grüßen. Den kenne ich auch. Ja, Mann, ich kenne sie voll alle. Den Game Manager kenne ich auch. Den sollst du aber nicht von mir grüßen. Und Dizzy. Die J. Punkt. Ich sag nicht ihren Namen. Nicht ihren vollen Namen. Die kannst du auf jeden Fall auch von mir grüßen. Das ist eine ganz liebe auf jeden Fall. Eine ganz nette. Also. Auf jeden Fall alle von mir grüßen. Dankeschön. So. Gut, da haben wir schon mal die ganze Zeit schon mal verplempert, indem wir einfach mal gesagt haben. Okay, du hast ja auf jeden Fall einen Wachturm 10 drin. Habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Hast du auf jeden Fall eine schön ausgebaute Burg. Hast du jetzt auch schon die Kaserne 6 auf jeden Fall schon geholt. Habe ich mir auch geholt. Bringt irgendwie nicht so wirklich viel. Naja. Deine Legendenhalle ist auch schon auf, ja, 550, du bist selber natürlich auch schon auf 800 und natürlich hast du noch ganz, ganz viele Kornspeicher, natürlich all die Produktion bringen, glaube ich, hast du auf 30 oder beziehungsweise auf höher und die anderen auf alle nur auf 1, weil du dann natürlich auch einfach nur die Konstrukte reingebaut hast, alles auf jeden Fall yay und nice und haust hier bestimmt auch schöne höhere öffentliche Ordnung, Marktplatz 6 ist auch dabei, alles so gut. Da kannst du nicht viel zu sagen, außer vielleicht sagen, wow, habt ihr aber alle schöne Burgen. Ja. Okay, ja. Im Grünen hui, in der Welt in Fui. Aber hier ist auch nicht so wirklich Fui. Also ich meine, so sieht es circa bei mir im Grün, ich meine, bei mir im Eis auch aus. Bei mir sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, weil ich ein bisschen probiert Deko immer noch wieder umzutauschen. Aber ja. Mühle ist auf jeden Fall 6, ist auf jeden Fall da. Hast eine Feuerwache 1, ist auf jeden Fall auch da.
hast du auch deine Belagerungswerkstätten, keine Verteidigungswerkstatt, hast du auf jeden Fall auch noch einen Wachturm 10 auf jeden Fall drin und hast hier noch ein paar Kornspeicher. Obwohl deine Kornspeicher sind, glaube ich, höher als die bei mir auf jeden Fall. Also. Aber ich sage ja auch immer, ich bin ein fauler Spieler. Das sage ich ja nicht ohne Grund, das sage ich sogar wirklich, soweit das wirklich so ist, was ich einfach sage, ich habe da einfach keinen Bock, mir die ganze Scheiße da hochzubauen. Dann tue ich das einfach nicht. Okay, aber Sand aber auch bei dir nicht anders. Hast auf jeden Fall auch einen Wachturm 10 drin, was natürlich nice ist. Hast auf jeden Fall die Bäckerei, die Mühle ist auch schon auf 6. Hast auch die Stallung auf 3. Hast hier ganz viel schöne Deko auf jeden Fall drin. Hier auch noch den Skorpion und den Steinbock auf jeden Fall auch. Das war ja diese eine, gab es hier eine Quest, diese königlichen Questen, glaube ich. Sind die königlichen Questen? Die ist auch noch gab und die haben ja auch ein bisschen höhere öffentliche Ordnung auf jeden Fall. Da hast du die auf jeden Fall durchgepowert. Ist auf jeden Fall, denke ich mal, auch nice. Und hier die Kornspeicher. Oh, die sind hier alle, obwohl hier ist auch einer auf 20. Oder 25, ja. Kann man, glaube ich, nicht zu meckern. Ich denke, hier kannst du auch genügend, denke ich mal, Truppen halten, ohne dass dir irgendwas verreckt. Oder du zum Beispiel mal 2 Stunden lang nicht nach draußen gehen kannst oder sowas. Im Feuer hast du hier natürlich noch eine Berrymond-Kaserne, eine Berrymond. Hast hier noch ein Gewächshaus auf jeden Fall. Yay. Hast ja noch schön viel Deko auf jeden Fall noch drin. Hier noch ein bisschen die Wächter des Todes auf jeden Fall auch noch drin. Das sieht auf jeden Fall schon schön aus. Hier auch wieder ganz viele Kornspeicher auf jeden Fall reingebaut. Und hast hier eine Belagerungswerkstatt. Auf jeden Fall der Wachturm 10 war auf jeden Fall auch schon da. Marktplatz und so sieht auf alles sehr, sehr nice aus. Also diese Folge auf jeden Fall könnt ihr sehen, wie ihr auf jeden Fall mal eure Burgen auch bauen könnt, um, sag ich mal, in Art und Weise effektiv zu spielen. Da waren ja relativ gute Beispiele jetzt dabei. Auch Winnert war ein gutes Beispiel. Also ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeguckt habt. Wünsche euch allen noch einen schönen Donnerstag. Und ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall hier bei ActiveWolle. Wenn ihr gerne bei der Burgenfolge dabei seid, schreibt einen Kommentar oder schreibt mich per PN einfach an. Dann können wir auf jeden Fall einfach mal gucken. Also ja, wenn ich euch zurückschreibe, dann seid ihr auf jeden Fall auf der Liste drauf. Und dann, ja, wenn ihr sagt, ich wollte aber in der nächsten Burgenfolge dabei sein, dann sage ich, ja, dann musst du halt ein bisschen warten. Also die Burgenfolgen sind zwar schon relativ aktuell. Natürlich kannst du nicht einfach sagen, ich möchte jetzt bei der nächsten Burgenfolge dabei sein. Für die nächste Burgenfolge haben sich schon 3 Leute gemeldet. Das bedeutet, die sind ja schon safe drin. Für die übernächste Burgenfolge, wenn ihr euch jetzt meldet, würdet ihr für die übernächste und immer so weiter. Also das bedeutet halt, die, die sich zuerst melden, kommen auch zuerst dran. Einfach ganz klares Prinzip. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss.